Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. So, wir brauchen eine Metallstange, einen Kupferdraht, Kopfhörer und einen Kompass. So, ich weiß ganz genau, auf dem Hinterhof kriegen wir bestimmt irgendetwas. Tja, jetzt muss Fullers Mutter weniger Wäsche aufhängen. Jetzt habe ich den erst verstanden. Oh, wie böse. Das ist das Fenster von Fullers Büro. Ich gehe jetzt genau alles durch. Ich gehe jetzt nochmal hier in den Keller rein. Da hängt Gartenschlauch. Damit kann ich nichts anfangen. Okay. Hätte ja sein können. Eine Metallplatte, die in die Wand. Ja, hier kann man auch nichts, ne? Nope. Eine zeitlos schlichte 80-Watt-Birne an einem Kabel. Ah. Ich denke, eine Dunkelkammer pro Fotoladen genügt. Okay. Will er nicht. Die Polizei scheint das Licht angelassen zu haben. Oder Fuller hatte gestern noch ein Fotoshooting und die Polizei wollte nichts verändern. Ich denke nicht, dass ich da etwas finden werde, was... Aber ihr geht trotzdem rein. Das ist doch schon mal gut. Oh. Hier haben wir ja noch gar nicht nachgesehen. Was war das denn? Verflucht nochmal! Ich glaube, ich brauche mehr Schlaf. Hier muss Fullers Leiche gelegen haben. Alles voll Blut. Okay. Draht, 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 draht. Wenn es draußen einen Garten gäbe und nicht nur eine Müllhalde, würde ich schätzen, dass Fuller sie für die Gartenarbeit trägt. Da ist lehmige Erde an den Sohlen. Nichts Interessantes zu... Okay, dann gehen wir mal hier hin. War das Boot schon die ganze Zeit hier? Poller können wir wahrscheinlich nichts machen. Im Hotel haben wir wahrscheinlich alles. Ich glaube, dem örtlichen Touristikverein fehlt ein... Mir fällt nichts ein. Okay. Metallstange. Oh mein Gott, die Flagge. Die Flagge von Maine sieht für mich immer aus wie das Logo einer Bierbrauerei. Aber immerhin haben sie einen Elch und einen Baum im Wappen. Das macht sympathisch. Was haben wir noch hier? New Hampshire, Kanada, irgendwas, was ich nicht kenne. New Brunswick oder Quebec vielleicht. Und natürlich... Nein, danke. Ich habe kein Boot. Und wenn ich eins hätte, würde ich eine Piratenflagge hissen. Oder Popeye. Zumindest nicht so etwas Langweiliges. Okay. Will er auch nicht. Gehen wir mal zu Mrs. Biber. Mehr von den... Mülltonne vielleicht. Die hat nichts drin. Ein großer, hässlicher Plastikhummer. Nicht gerade appetitanregend. Der Elch ist das Nationaltier hier. Deine Brot und Spyber. Ich will sie gerade nicht bei der... Bleibt da nur noch das Hotel. Das Hotel. Das Krankenhaus. Das Hotel. Ich bin auch gut.
Wie durch ein Wunder blieb ich bei unserem Autounfall damals unverletzt. Meine Mom war monatelang im Krankenhaus. Mein Vater ist noch am Unfallort gestorben. Ich war damals vielleicht 3 Jahre alt. An den Unfall kann ich mich nicht erinnern. An meinen Vater auch nicht. Weil kein hat es. Wahrscheinlich. Vor wem fürchten sich die Leute? Vor sich selbst? Oh, wir können mit der Schwester reden. Ich will sie gerade nicht von ihrer Arbeit abhalten. Nein, können wir nicht. Da gehe ich gar. Okay, er will da nicht mehr rein. Kriege ich das Zeug denn her? Mit der Mutter kann ich auch nicht reden. Und sonst haben wir auch keinen Hotspot. Ja. Ich hab nichts, ne? So, ich kann nur noch hier zu Hause sein. Ich habe auf jeden Fall schon mal die Kopfhörer. Ich leihe sie mir nur aus. Ein Rohr? Könnte man daraus hauen? Also schön. Ich brauche den Kompass. Ach, den Kompass. Da kann ich keine Rücksicht auf das Fernrohr nehmen. Ich muss gerade nicht telefonieren. Wird nur das Telefon angezeigt? Nichts Interessantes zu sehen. Eine Nachttischlampe mit Papierschirm und Keramikfuß. Cremefarben. So stellt man sich das Wetter hier im Norden an der Atlantikküste vor. Regnerisch, windig, kalt. Der Mast ist einem Flaggenmast nachempfunden, wie man sie auf großen Schiffen findet. Vom Atlantik her kommt häufig nichts zu entdecken. Ach, da finden wir nichts. Ich schätze, das Haus ist von Anfang an als Hotel gebaut worden. Für ein reines Wohnhaus ist es zu groß. Vermutlich bewohnen die Besitzer einen Teil der Räume. Der Großteil wird vermietet. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass noch was in Fullers... Ja, dass noch irgendwas, Ernsthaft, keine Ahnung, wer das ist. Der Staatsgründer, ein Bürgermeister, ein Stifter, was weiß ich. Ich bin nicht durstig. Nun wird also offiziell nach ihm gesucht. Ob das was bringen wird? Ich wage es zu bezweifeln. Was hat die Befragung von Mrs. Biber ergeben? Das ist, sehr privat. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Irgendwelche neuen Erkenntnisse, die Angelina entlasten? Leider nein. Mr. und Mrs. Biber waren zu Hause, haben nichts gesehen oder gehört. Hat Mrs. Biber zugegeben, dass sie erpresst wurde? Das geht zu weit, Darren. Die Ergebnisse des Verhörs sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Glauben Sie immer noch, dass der Typ sauber ist? Nein, glaube ich nicht. Sie hatten den richtigen Riecher, Darren. Er steckt da irgendwie mit drin. Und trotzdem lassen Sie ihn laufen? Ich habe keine andere Wahl. Er hat meine Fragen beantwortet. Ich konnte ihm keine Verwicklung nachweisen. Aber bald wissen wir mehr. Dann haben wir den Keller durchsucht und mit Mrs. Biber gesprochen. Was haben die Untersuchungen in Fullers Keller ergeben? Ich darf Ihnen gegenüber keine genauen Angaben machen. Aber unter uns, eine Menge Leute hatten jeden Grund, Fuller aufzuschlitzen.
Es ist abartig, was er in seinem Keller getrieben hat. Aber das reicht Ihnen nicht, um Angelina freizulassen. Die Sache stinkt, aber ich weiß nicht, welche Rolle Miss Morgan in der Sache spielt. Solange das nicht geklärt ist, müssen wir sie festhalten. Trotz allem war sie es, die mit dem Messer in der Hand erwischt wurde. Aber... Ich verspreche Ihnen, dass wir dieses Mal nicht so sehr auf Sie fokussiert sein werden. Wir werden in alle Richtungen ermitteln. Mhm. Sie haben uns geholfen und ich werde nicht fragen, woher Sie die Informationen hatten, die uns auf den richtigen Weg gebracht haben. Aber jetzt muss Schluss damit sein. Wenn Angelina nicht die Mörderin ist, dann ist der Mörder oder die Mörderin noch dort draußen. Und das könnte gefährlich für sie werden. Ich brauche noch Kupferdraht und eine Metallstange. Kriege ich die denn her? Mrs. Biber wurde schon verhört? Ja, der Chef hat sie und ihren Mann einzeln verhört. Und? Fragen Sie den Chef. Wie geht es Angelina? Nicht gut. Sie ist ziemlich ausgerastet, als wir sie zurück in die Zelle gebracht haben. Können Sie es ihr verdenken? Ich weiß im Moment nicht, was ich denken soll. Ich blicke da nicht durch. Ich hoffe, Sie tun etwas dagegen. Wir sind dabei. Alle hier arbeiten nur an diesem einen Fall. Allzu viele andere Morde sollte es hier gestern ja auch nicht gegeben haben. Fullers Keller wurde schon untersucht? Ja, es war wohl belastend. Sie waren nicht mit? Der Inspektor meinte, ich solle hier die Stellung halten. Er wollte Sie nicht dabei haben. Sieht so aus. Sie machen nicht den Eindruck, als seien Sie zart beseitet. Bin ich auch nicht. Aber von Zeit zu Zeit kommt die alte Macho-Denke durch, fürchte ich. Ich war da unten. Sie hätten es nicht sehen wollen. Das hätte ich aber gerne selbst entschieden. Kann ja eigentlich nur noch da auf diesen Schrotthof was sein. Ich bin erst seit ein paar Tagen hier, aber genau so lange ist die Ampel da schon kaputt. Jetzt muss Fullers Mutter ihren Köter wohl allein spazieren führen. Kupferdraht, ich weiß nicht, Metallstange. Oh, da ist Metallstange. Nee, wir brauchten ein Rohr. Die dürfte genau richtig sein für den Peilsender. Echt? Sollten wir nicht ein Rohr haben? Jetzt brauchen wir nur noch ein Kupferdraht. Wo kriege ich den her? Ich habe nur noch ein Ding. Das Fenster ist geöffnet, vermutlich um für etwas frische Luft zu sorgen. Oder es lässt sich nicht mehr richtig schließen. Wer weiß. Oh, hier muss doch noch irgendetwas rumfliegen. Wasserhahn. Ein Wasserhahn. Falls Fuller einen Garten hätte und ihn bewässern wollen würde, könnte er das von hier aus tun. Aber in Fullers Garten würde so oder so nichts wachsen. Ich fass doch keine eingeschaltete Glühbirne an. Die ist bestimmt heiß. Wie kriege ich die aus? Ich weiß nicht, wie ich die auskriegen soll. Krempel mit einem Gewicht von 45. Kupferdraht. Einfache Spiegelreflexkameras für den Privatgebrauch. Nichts Besonderes. Man könnte auch sonst noch meinen, dass an der Promenade vielleicht noch irgendwas ist, aber... Ich brauche da nichts von. Ich hänge meine Bilder nur selten auf. Hm.
hier wirklich nichts drin. Gar nichts. Hier ist echt nichts. Vielleicht doch nochmal da draußen. Die Leute fahren hinaus zum Angeln oder was weiß ich. Ich behalte lieber festen Boden unter den Füßen. So. So komme ich zum Hotel zurück. Ich weiß nicht, wo ich Kupferdraht finden soll. Steht nur noch ein Wagen hier. Die meisten... Gestern wegen dem Sturm gegangen. Kupferdraht. Ich weiß nicht, wo ich den hernehme. Kupfer. Sieht sehr gemütlich aus. Das erinnert mich an... Kupfer. Einen Kupferdraht. Kupfer. Die ganze Lichterkette werde ich wohl nicht mitnehmen können. Ah. Aber vielleicht kann ich ein Teil rausschneiden. Das ist doch perfekt. Dann haben wir alles. Och, und sofort, also fast auf Anhieb. Also schön. Es geht nicht anders. Ich brauche das Kupferkabel. Wir zerstören hier voll die Lichterkette, ey. Okay. Ich hab alles. Und? Hast du alles? Ja. Nein, noch nicht. Was? Na los, Metallrohr, blanker Kupferdraht, Kopfhörer und Kompass. Nicht mehr viel Zeit bis 1800. Ich hab hier ein Kabel. Geht das auch? Statt Kupferdraht. Nein, da musst du die Ummantelung abmachen. Natürlich. Ich schneide die Plastikummantelung ein und ziehe sie vorsichtig ab. Und schon habe ich einen schönen Kupferdraht. Ja, jetzt hab hier sind alle Sachen für den Peilempfänger. Sehr gut, ich baue ihn gleich zusammen. Aber erstmal die Theorie. Du nimmst den Empfänger und gehst runter zur Küste, ungefähr zum Hotel. Dort schaltest du das Radio ein. Ich stelle dir alles ein. Funde da ja jetzt nicht dran rum. Dann drehst du die Antenne langsam und hörst, wo die Morsesignale am lautesten sind. Schau dann auf den Kompass und schreib die Gradzahl auf. In Ordnung. Ich mache dasselbe hier mit meinem Empfänger. Dann tragen wir die Peilungen hier in dieser Karte ein. Dort, wo sich die Linien kreuzen, sitzt der Sender. Alles klar? Jawohl, Sir. Gut, jetzt lass mich mal machen. Eddie hat richtig Spaß. So, dann schauen wir mal. Was soll ich tun? Oh, war's das schon? Das hätten wir. Zurück zum Trödelladen. Und? Hast du eine Peilung? Jawohl, Sir. Peilung bei 73 Grad. Sehr gut. Meine Peilung ist 90 Grad. Los, zeichne die Peilungen ein. Mal sehen. Ihr Laden ist hier. Und Sie hatten eine Peilung von 90 Grad. Ich war ungefähr hier. Und meine Peilung war... Dieser verdammte... Natürlich! Was ist? Ein Boot! Dieser Hundesohn hat ein Boot! Deswegen kennt ihn hier niemand und die Polizei hat ihn nicht gefunden. Die Linien kreuzen sich einige hundert Meter vor der Küste. Etwa 2 Meilen in östlicher Richtung. Gute Arbeit. Du brauchst ein Boot.
Ich habe bei einem der Hummerfischer noch einen gut. Du kannst seins benutzen. Und was soll ich damit? Rausfahren natürlich. Und mir mit Reginald Boris einen Kampf auf seinem Schiff liefern? Hast du die Nachricht nicht gehört? Er will heute Abend noch mal in die Stadt kommen und nach dir Ausschau halten. Das hat er gefunkt? Das muss mir entgangen sein. Idiot. Na los. Es gibt nicht viele Gelegenheiten, ein Held zu sein. Vor allem traue ich der Polizei nicht. Ich werde die Beweise für Angelinas Unschuld selber besorgen und dieses Mal wird alles hieb- und stichfest sein. Achso, jetzt habe ich gerade ein bisschen gepennt, so. Ja, ein Paddel? Ein ziemlich schwer aussehendes Holzpaddel. Wozu braucht man denn sowas auf einem Segelboot? Ich lasse es lieber liegen. Das ist mir deutlich zu unhandlich. Ich lasse es lieber liegen. Werden wir aber wahrscheinlich noch brauchen, weil ich kann es immer noch anklicken. Rettungswesten, Rettungsring, ein paar Seile, eine Boje und ein Kanister Benzin. Nichts, was ich zurzeit gebrauchen kann. Nichts, was ich zurzeit gebrauchen kann. Warum kann ich das denn dann alles doppelt anklicken? Ich kenne mich mit Segelbooten nicht aus. Aber dieses Ding nennt man, glaube ich, Querbaum. Das ist das Ding, das unachtsame Leute an den Kopf bekommen und dann über Bord gehen. Ich kenne mich mit Segelbooten nicht. Okay. Das war das Einzige. Jetzt muss ich nur noch unter Deck einmal nachgucken. Da finden wir wahrscheinlich jede Menge. Wir haben erstmal hier oben eine riesige Lampe. Die Lampe ist an der Decke festgeschraubt. Würde sie einfach irgendwo rumstehen, könnte sie bei schwerem Wellengang umgeworfen werden. Ein Bild haben wir? Ein gerahmtes Blatt Büttenpapier. Es ist in kaum lesbarer Schrift beschrieben und da sind wild irgendwelche Striche über das Bild gemalt. Unten steht der Weg ins Eldorado. War das nicht in Südamerika? Ein gerahmtes Blatt unten steht. Sitz? Ein aufklappbarer Sitz mit Schloss. Das Schloss dürfte zwar nicht außergewöhnlich stark sein, aber ohne den Schlüssel komme ich hier nicht weiter. Das Schloss ohne den Schlüssel. Fotos und da ist auch noch ein Foto. Das sind Fotos von mir. Alle von gestern, wie ich durch die Stadt gehe. Hier komme ich aus dem Shop. Hier gehe ich zum Hotel. Und hier? Hier sitze ich mit Angelina im Diner. Das Bild wurde durch die Scheibe aufgenommen. Dieser Reginald muss die ganze Zeit auf der Lauer gelegen haben. Das Bild zeigt ein großes Segelschiff bei stürmischem Seegang. Seefahrerromantik. Die Fotos nehmen wir mal mit. Ich stecke sie ein, auch wenn sie mir vermutlich nicht weiterhelfen werden. Mappe? Eine Mappe aus Karton. Sie sieht noch recht neu aus. A. Punkt steht da drauf. Vorne in der Mappe liegt eine kleine durchsichtige Folie mit Strichen. Seltsam. Ich nehme sie mit. Was haben wir noch? Fotos von Angelina. Einige sind deutlich älteren Ursprungs. Auf diesem hier kann sie höchstens 13, 14 Jahre alt sein. Und hier ist sie als Kind. Eine Notiz. New York, Boston. Vielleicht ist das ihre Reiseroute. Das beweist, dass Boris schon länger hinter ihr her ist. Ich stecke die Mappe ein. Der Schrank sieht aus, als bestünde er aus Wurzelholz. Dürfte sich aber nur um eine dünne Verkleidung handeln. Alles andere wäre zu schwer und zu teuer. Mach doch mal die Schubladen auf. Einige Seekarten, Werkzeug, Schrauben und ein Messgerät und... Aha, ein Schlüssel. Können wir am Laptop was machen?
Mal sehen. Wow, das ist das Neueste vom Neuen. Was haben wir hier? Ein Ordner namens Willow Creek. Das gibt's doch nicht. Warum zum Teufel hat Reginald Boris Bilder von einem Ort auf seinem Computer, aus dem meine Mutter regelmäßig Geld erhält? Irgendetwas sehr Seltsames geht hier vor. Ich nehme ihn nachher mit. Aber erst einmal brauche ich weitere Hinweise, was hier eigentlich gespielt wird. Was verbindet Boris mit diesem Willow Creek? Und was hat meine Mutter damit zu tun? Ich gehe mal schwer davon aus, dass er wahrscheinlich irgendein uneheliches Kind oder ein verstecktes Kind ist von dem, irgendwie noch von einem aus der Black Mirror-Reihe, also aus dieser Gordon-Reihe da, der da. Und, das Schloss dürfte zwar nicht außergewöhnlich stark sein, aber ein Problem ist es trotzdem. Und ohne den Schlüssel komme ich hier nicht weiter. Und er wurde wahrscheinlich weggegeben oder so, um dem Fluch zu entkommen, aber irgendwie, weil ja, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der Dingens aus dem ersten Teil sich ja umgebracht hat, weil er ja eigentlich den Fluch am Ende setzen wollte, hat der Fluch dann wahrscheinlich jetzt ihn, also hat der Fluch wahrscheinlich dann einen übersprungen und ist jetzt halt bei ihm gelandet. Und das ist das, was die Mutter war ja anscheinend beschäftigt in dem Schloss und der haben sie wahrscheinlich dann das Kind mitgegeben, damit sie das beschützt und weiter weg aufzieht und eigentlich von dem Fluch fernhält. Aber irgendwann holt uns ja alles wieder ein. Ich laber wahrscheinlich gerade totale Scheiße. Aha. Das dürfte der Stromgenerator des Schiffes sein. Ich schätze, normalerweise werden die Batterien an Bord einfach per Kabel im Hafen aufgeladen. Vermutlich ist der Generator nur für Notfälle gedacht. Besser nicht jetzt. Besser nicht jetzt. Dann kann ich ja jetzt den Laptop mitnehmen, oder? Ich nehme ihn nachher mit. Was verbindet... Aber hier habe ich jetzt nichts mehr. Da sind Scharniere an einer Seite des Rahmens. Ach so, doch. Man kann doch noch mal gucken. Ein Tresor. Hoffentlich mit einigen Antworten. Pass auf. Und hier müssen wir wahrscheinlich irgendwie was drauflegen und dann kriegen wir da den Code raus. Ein gerahmtes Blatt bitten. Unten steht... Das könnte passen. Mal sehen. Was muss ich jetzt tun? Achso. So. Ich weiß nicht, worauf es ankommt. Warte mal. Ich weiß nicht, worauf es ankommt. Was muss ich denn gucken? Muss ich jetzt hier alles durchstreichen lassen oder was? Die Folie passt perfekt. Sie zeigt einen Weg um die Südspitze von Afrika. Die Reiseroute ist Südwest, Süd, Südost, Ost, Nordost und Nordwest. Was? Das Bild muss zusammen mit der Folie die Lösung für den Safe liefern. Die Route ist Südwest, Süd, Südost, Ost, Nordost und Nordwest. Südwest, Süd, Südost. Boah, was? Bitte, lass ihn das einfach so jetzt eintragen. Der Tresor war hinter dem Bild versteckt. Bitte. Hier ist eine Windrose, die man drehen kann. Ich schätze, das Prinzip ist dasselbe wie bei Fullers Tresor. Nur leider habe ich diesmal kein Stethoskop dabei, um die Mechanik zu hören. Ach. Jetzt muss ich doch... Da muss ich nochmal zurück. Dann muss ich mir das nochmal anhören. Nichts. Oh, wo ist ein Stift, ein Zettel? Das Bild muss zusammen mit der Folie die Lösung für den Safe liefern. Die Route ist Südwest, Süd, Südost, Ost... Nordost und Nordwest. Nordost
und West. Okay. Lass uns das mal ausprobieren. Okay, wir haben Südwest. Achso, da. So, dann haben wir... Südwest, dann haben wir... Upsala. Ach mein Gott, was macht der denn da? So. Das ist doch alles falsch. Was tut der? Südost. Dann Ost. Nee. Jetzt hat er wieder was, jetzt hat er wieder was falsch gemacht. Mein Gott, ich raste gleich aus, ey. So. Nordost. Da, das müsste es sein. Nicht? Was? Ach, nicht West. Oh, ich habe mich vertan. So. 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 Dann Nordost. Ach. Ost. Dann Ost. Dann Nordost. Ach, keine Ahnung. Eigentlich müsste dann West kommen, aber das irgendwie... Das war die richtige Kombination. Ich glaube, ich habe mich vertan. Keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall versucht, diesmal. Aha. Ein Ring mit einem auffälligen Symbol drauf. Sieht irgendwie keltisch aus. Ein Baum oder sowas. Das hilft mir aber nicht weiter. Eine Diskette? Eine 3,5 Zoll Diskette. Beschriftet ist sie mit Biddeford und dem Datum von heute. Das sieht schon eher nach einem Hinweis aus. Ich sollte mir den Inhalt gleich hier ansehen. Wenn die Diskette keine entscheidenden Informationen enthält, muss ich halt weitersuchen. Aber so oder so sollte ich mich beeilen. Ich weiß nicht, wie lange Boris an Land bleiben wird. Okay, Leute. Aber ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.